Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Leiden deines Sohnes hast du den Tod vernichtet, der vom ersten Menschen auf alle Geschlechter übergegangen ist. Nach dem Gesetz der Natur tragen wir das Abbild des ersten Adam an uns. Hilf uns, durch deine Gnade das Bild des neuen Adam in uns auszuprägen und Christus ähnlich zu werden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entzünen. Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sahen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Der Arm des Herrn, dem wurde er offenbar. Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt. War er verachtet, wir schätzten ihn nicht, aber er hatte unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe, jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er hat seinen Mund nicht aufgetan. Wie ein Lamm, das man zum Schlachter führt, und wie ein Schaf vor seinen Scherer verstummt, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin gerafft. Doch wen kümmert sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevlern gab man ihm sein Grab und bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickte er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen, und mit Mächtigen teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünde der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Wort des lebendigen Gottes.
Lesung aus dem Hebräerbrief. Schwestern und Brüder, da wir nun einen erhabenen hohen Priester haben, der im Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unseren Schwächen, sondern einen, der in allen wie wir versucht worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lass uns also voll Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lauten Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt, zur Vollendung gelangt. Ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden. Wort des lebendigen Gottes. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus auf die andere Seite des Baches Kidron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der Verräter, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Hohenpriester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr?
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener hieß Malchus. Da sagte Jesus zu Petrus: Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten, ihre Befehlshaber und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte: Es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des hohepriesterlichen Palastes. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des hohen Priesters, heraus. Er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus: Nein. Die Diener und die Knechte hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Auf diese Antwort hin schlug einer von den Knechten, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und sagte: Redest du so mit dem Hohenpriester? Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich? Danach schickte ihn Hannas gefesselt zum Hohenpriester Kaiaphas. Simon Petrus aber stand am Feuer und wärmte sich. Sie sagten zu ihm: Nein. Einer von den Dienern des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen? Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Paschalamm essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Uns ist es nicht gestattet, jemand hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesus erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, auf welche Weise er sterben werde. Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn: Bist du der König der Juden? Sagst du das von dir aus? Oder haben es dir andere über mich gesagt? Ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan? Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde.
aber mein Königtum ist nicht von hier. Also bist du doch ein König. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Pascha-Fest einen Gefangenen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Barabbas aber war ein Straßenräuber. Darauf ließ Pilatus Jesus geiseln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn hin und sagten: Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen: Seht, da ist der Mensch. Als die Hohenpriester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie: Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keinen Grund, ihn zu verurteilen. Die Juden entgegneten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich als Sohn Gottes ausgegeben hat. Als Pilatus das hörte, wurde er noch ängstlicher. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher stammst du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich zu kreuzigen? Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat. Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber die Juden schrien: Wenn du ihn freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich als König ausgibt, lehnt sich gegen den Kaiser auf. Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen. Und er setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, der Litostrotos, auf Hebräisch Gabata, heißt. Es war am Rüsttag des Pascha-Festes, ungefähr um die 6. Stunde. Pilatus sagte zu den Juden: Da ist euer König. Euren König soll ich kreuzigen? Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn. Und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte Jesus. Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden.
Dieses Schild lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile daraus. Für jeden Soldaten einen. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wir stehen auf. Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist auf. Wir knien zu einer kurzen Gebetsstille nieder. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Beine, dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt, denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte: Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen. Und ein anderes Schriftwort sagt: Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Arimathäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden nur heimlich. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab.
Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten sie Jesus dort bei. Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, nach der Passion am Karfreitag, wenn man diesen Text, den man schon lange eigentlich kennt, mit den verteilten Rollen, mit den eindrucksvollen Geräuschen nebenbei, das alles sich nochmal vor Augen führt, merkt man schon, wie manchmal Welten nebeneinander stehen. Jetzt in diesem Augenblick am Karfreitagnachmittag und dann meist schon wenige Zeit später, wenn wir auseinandergehen und in der lustig-launigen Welt sind, in der wir uns sonst befinden. Da passt das Zitat einer berühmten Kinderserie aus den 70er Jahren mit Pippi Langstrumpf, glaube ich, ganz gut. Ich mach mir die Welt, witte, witte, wie sie mir gefällt. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nicht so, nicht mit solcher Grausamkeit, nicht mit solchem Elend und Leid. Eher so, dass alles dann so ist, dass ich mich in dieser von mir gemachten Welt, in meiner gemachten Welt, auch wirklich wohlfühlen kann. Und ich bin ja dann noch nicht mal egoistisch, ich möchte ja auch, dass es allen Menschen gut geht und dass es am liebsten allen Menschen auf der Welt gleich gut geht. Es soll keiner Not leiden müssen und es darf in dieser Welt, die ich mache, auch keinerlei Ungerechtigkeiten mehr geben. Eine Welt, von der wir wahrscheinlich alle natürlich träumen und die wir uns ersehnen, aber deren Realität so unendlich weit weg ist von dem, was wir gerade wahrnehmen und sehen. Und so sind wir, glaube ich, heute auch über 2 Jahre, nachdem Putin die Ukraine überfallen hat, immer noch dabei, diesen Schock zu verdauen, dass das eigentlich doch friedliche Europa und die Hoffnung auf mehr Harmonie und Einigkeit jetzt dann durch den kriegerischen Irrsinn eines Diktators in Moskau ganz furchtbar zerstört worden ist. Und es sorgt ja nicht nur für Krieg und Unfrieden zwischen Ukraine und Russland, auch wir hier in Deutschland und in anderen Ländern Europas, wir diskutieren heftig hin und her, wer Recht hat, wer wann wie viel Waffen liefern soll oder eben nicht, wie Friede auszusehen hat. Doch es wäre wirklich zu billig, wenn wir jetzt das Thema Frieden nur auf der Ebene der Weltpolitik anschauen. Da haben wir sowieso ungezählt viele Meinungen. Viel interessanter müsste es für uns sein, das im Alltag mal anzuschauen. Wie ist es denn um den Frieden bestellt in unserer politischen Landschaft hier vor Ort? Wie ist es um den Frieden bestellt in unseren Familien zu Hause? Wie sieht der Friede am Arbeitsplatz aus? Oder in den vielen Vereinen, Gruppierungen, Gemeinschaftsformen, in denen wir leben? Und wenn wir da hinschauen, merken wir manchmal, da genügt schon eine kleine, griesgrämige, persönliche Verstimmung eines Einzelnen, um eine Feindschaft zwischen Menschen zu erzeugen, die beinahe unversöhnlich erscheint. Viele Ehen und Partnerschaften zerbrechen oft genug, weil das eigene Ich zu sehr zurückstehen muss und weil Menschen nicht mehr fähig sind, daran zu arbeiten, einander auch in schwierigen Zeiten zu tragen und zu ertragen, das ist manchen einfach zu viel Arbeit, da lieber trennt man sich. Wir leben heute in einer Zeit, in der plötzlich auch das Thema Sterbehilfe von immer mehr Menschen als Normalität angesehen wird. Warum denn nicht? Und damit machen wir Tür und Tor offen für manchmal zu leichtfertigen, missbräuchlichen Nutzen
von diesem komplizierten und schwierigen Thema. Wir leben in einer Zeit, in der schon fast niemand mehr redet oder auch diskutiert über das Thema Abtreibung und schon gar nicht über die Frage von Straffreiheit bei Abtreibung. Wenn, dann geht es nur um das Recht auf Abtreibung mit der Begründung eines selbstbestimmten Lebens der Frau. Das mag zum einen richtig sein, aber ich zumindest höre nie, dass dann auch das Recht auf Leben eines noch nicht sichtbaren, aber dennoch bereits lebendig werdenden Kindes in seiner Entwicklung auch ein Recht auf Selbstbestimmung hat. Wer ergreift dafür Partei? Eine heiße Kiste, die ich gerade hier anpacke, und sehr schwere Themen, die man aber, und das sage ich gleich dazu, auf keinen Fall allzu leichtfertig von außen betrachten darf. Und vor allem Themen, bei denen man nicht zu schnell von außen urteilen und richten sollte. Denn es geht gleichzeitig auch um die Frage, wer ist das dann, der sterbenden Menschen in ihrer Verzweiflung unterstützt, sie nicht alleine lässt, wenn sie scheinbar keine andere Sicht mehr haben, als um Sterbehilfe zu bitten. Was steckt da für eine Botschaft dahinter? Wer sieht das? Wer kann da helfen? Und wer ungewollt schwangeren Frauen nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommen will, sondern mit konkreter Hilfe und Unterstützung beisteht, der darf dann auch erst über das Thema Abtreibung mitreden und mitdiskutieren, bevor er ein Urteil über andere fällt. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist nicht so einfach, weil oft genug die Welt, in der wir leben, mit uns das macht, was uns eben nicht gefällt. Und genau hier ist der Blick auf das Kreuz Jesus so wichtig. Denn Jesus macht etwas ganz anders. Er lässt die Welt, auch wenn sie ihm nicht gefällt. Er steigt nicht herab vom Kreuz, das, was ja alle immer wieder unter dem Kreuz einfordern. Wenn du wirklich der Herrgott bist, kannst du doch vom Kreuz herabsteigen. Nein, Jesus reharmonisiert die Welt nicht. Er nimmt ganz bewusst am Kreuz bleibend all diese Ungerechtigkeiten, all diese Ungereimtheiten unseres Lebens auf sich. Er geht diesen furchtbaren Weg. Sein Weg der Liebe für die Menschen verträgt sich nicht mit einem brutalen Eingriff in diese Welt. Er lässt uns Raum und Freiheit. Er bestimmt nicht von oben herab, das mache ich jetzt alles weg, ich mache wieder alles gut. Er lässt uns Raum und Freiheit, aber das heißt natürlich auch, dass das manchmal so weit geht, dass wir uns mit diesem Raum und mit dieser Freiheit manchmal selber wehtun. Sein Kreuz zeigt uns, dass jedes Leben, das der Mensch zerstört, eben wehtut, auch ihm wehtut. So ist das, wenn Menschen zum Beispiel einander schlagen, treten, psychisch zerstören, kaputt machen, dann schlagen sie mit so etwas immer auch einen Nagel in das Kreuz Jesu, so eindrucksvoll, wie wir das gehört haben und uns das manchmal auch bis in Mark und Bein erschüttert. Das tun wir, ob wir es nun wollen oder nicht, manchmal selber auch. Und es schmerzt Jesus auch, jeder Nagel, der in ihn eindringt, weil er das Leid der Welt auf sich genommen hat, aber er will das auch so machen. Wenn Menschen Leben auslöschen, fremdes Leben auslöschen, ob das nun ist bei der Sterbehilfe, bei der Abtreibung, bei einem Missbrauch eines Menschen, auch das ist manchmal wie ein Mord, da stirbt er diesen Tod immer wieder mit. Er ist dabei. Auch da war für manche Menschen scheinbar nur die Hölle droht im Krieg, in Folter, in Gefängnissen, wo auch immer. Da, wo Menschen zerreißen, niederreißen, statt aufbauen, da hält Jesus den Rücken hin, auf den andere dann immer wieder eindreschen und einschlagen können. Das Geräusch des zerreißenden Stoffes für sein Gewand, das sie zerrissen haben, das ist auch das Geräusch, wie manches zerreißt in unserem Leben, und das hält Jesus mit auch. Genau das ist aber das Besondere und Einzigartige am Weg Jesu, dass er sich eben nicht die Welt macht, wie es ihm jetzt gefällt, dass er einen anderen Weg wählt. Denn selbst wenn Menschen die Liebe Jesu einfach verachten und ihn trotzdem quälen und verhöhnen, sich lustig machen über seinen Weg, auch dann hört er nicht auf, die gleichen Menschen sogar zu lieben.
Er beantwortet Hass und Verachtung mit Liebe und Barmherzigkeit. Für uns scheint das im Alltag unmöglich. Aber er tut das. Er liebt die Menschen so sehr, dass es uns schon fast wehtut und wir es kaum aushalten, dass jemand so voller Güte sein kann. All die, die ihn gequält haben, denen verzeiht er. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber genau das darf und das soll uns ja eben auch berühren. Genau deswegen geht Jesus diesen Weg, damit wir nicht glauben, dass die Welt, in der wir leben, nur dann anders wird, wenn wir selber jetzt mal das Ruder mit Gewalt herumreißen. Denn manchmal kann auch der Wille nicht all das bewegen, was er gerne bewegen möchte. Manchmal müssen wir lernen zu akzeptieren, dass die Welt so ist, wie sie ist. Die Welt, das ist meistens das alles andere außerhalb von mir. Aber eins kann ich bewegen und verändern. Mich selber, wie ich mich verhalte zu dieser Welt, in der ich lebe. Die Probleme und die Herausforderungen unserer Zeit verschwinden nicht, wenn wir sie einfach ignorieren oder missachten. Die Kreuze unserer Zeit und unseres Lebens, die können wir nicht wegmachen und auslöschen. Aber wir können sie zumindest kleiner machen. Wir können sie ertragbarer machen, all diese Kreuze, all diese Ungerechtigkeiten und all das Leid. Es braucht dazu nur einen Weg von uns, indem wir eins lernen, was uns vielleicht manchmal unmöglich scheint, aber was so einen Weg für uns aufzeigt. Indem wir versuchen, es so ähnlich wie Jesus zu machen. Indem wir lernen, dass wir einfach lieben das, was wir nicht verändern können. Wir wollen nun die großen Fürbitten sprechen an diesem besonderen Nachmittag. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, für die heilige Kirche Gottes, dass unser Gott und Herr ihr Frieden schenke auf der ganzen Erde, sie eine und behüte und uns ein Leben gewähre in Ruhe und Sicherheit, zum Lob seines Namens. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist in Christus allen Völkern dieser Erde tief im Herzen begegnet. Behüte und erhalte, was du in deinem liebenden Erbarmen geschaffen hast, damit deine Kirche auf der ganzen Erde treu im Glauben und stark in der Liebe bleibt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns auch beten für unseren Papst Franziskus, der allmächtige Gott, der ihn zum Bischofsamt erwählt hat, erhalte ihn seiner Kirche und gebe ihm Kraft, das heilige Volk Gottes zu leiten. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du Hirte deines Volkes, in deiner Weisheit ist alles begründet. Höre auf unser Gebet und bewahre in deiner Güte unseren Papst Franziskus. Schenke ihm Kraft zur Erneuerung deiner Kirche und gib, dass sie wachse im Glauben und in der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Lasst uns beten für unseren Bischof Franz, für alle Bischöfe, Priester, Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und für das ganze Volk Gottes. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, dein Geist befähigt den ganzen Leib der Kirche und bringt ihn zur Einheit in Vielfalt. Erhöre unser Gebet für dein ganzes Volk und gib allen die Gnade, mit ihren Fähigkeiten und Talenten sich für eine glaubhafte und überzeugende Kirche einzusetzen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für alle Brüder und Schwestern, die an Christus glauben, dass unser Herr und Gott sie leite auf dem Weg der Wahrheit und sie zusammenführe in der Einheit der Heiligen Kirche. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger Gott, du allein kannst die Spaltung überwinden und die Einheit bewahren. Erbarme dich deiner Christenheit, die geheiligt ist durch die eine Taufe. Einige sie im wahren Glauben und schließe sie zusammen durch das Band der Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns auch beten für alle, die Gott nicht erkennen, dass sie mit seiner Hilfe ihrem Gewissen folgen und so zum Gott und Vater aller Menschen gelangen. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast den Menschen geschaffen, dass er dich suche und in dir Ruhe finde. Doch immer häufiger werden die Menschen blind für die Wohltaten deiner Liebe. Öffne die Herzen der Menschen, damit sie dich erkennen und in den Taten der Nächstenliebe deiner Gläubigen deine Nähe erfahren können und dich als lebendigen Gott spüren dürfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns beten für die Regierenden. Unser Herr und Gott, lenke ihren Geist und ihr Herz nach seinem Willen, damit sie den wahren Frieden und die Freiheit suchen zum Heil aller Völker. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, vor dir gibt es kein Arm und kein Reich. Deine Liebe gilt allen Menschen in gleicher Weise. Erneuere die Herzen und den Geist aller Verantwortlicher in den Regierungen der Länder dieser Erde. Bestärke sie in ihrem Engagement für Gerechtigkeit und Frieden und eine faire Verteilung der Güter unter allen Menschen, damit auf der ganzen Welt Sicherheit und Frieden herrschen, Wohlfahrt der Völker und Freiheit des Glaubens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns auch beten für die Menschen in der Ukraine und in allen Kriegsgebieten der Erde, für alle, die vor dem Schrecken der Gewalt geflohen und ihrer Heimat beraubt sind,
für alle, die mit ihrem Leben einstehen für die Abwehr des Feindes und für den Schutz der Schwachen und Verfolgten. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du bist stärker als die Unterdrücker dieser Welt. Du hast Mitleid mit den Geringen und Armen. Wie du Israel aus der Gewalt Ägyptens befreit hast, so rette in unseren Tagen alle Opfer von Unrecht und Krieg. Wandle die Herzen jener, die Böses tun, und lass den Frieden siegreich sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Lasst uns Gott, den allmächtigen Vater, bitten für alle, die der Hilfe bedürfen. Er reinige die Welt von allem Irrtum, nehme die Krankheiten hinweg, vertreibe den Hunger, löse ungerechte Fesseln, gebe den Heimatlosen Sicherheit, den Pilgernden und Reisenden eine glückliche Heimkehr, den Kranken die Gesundheit und den Sterbenden das ewige Leben. Beuget die Knie. Erhebet euch. Allmächtiger, ewiger Gott, du Trost der Betrübten, du Kraft der Leidenden, höre auf alle, die in ihrer Bedrängnis zu dir rufen, und lass sie in jeder Not deine Barmherzigkeit erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Wir wollen nun das Kreuz in unsere Mitte holen und mit der Kreuzverehrung beginnen, indem zunächst das Kreuz nach vorne kommt und dann gesungen nach und nach entblößt wird.
In der Verehrung des Kreuzes zeigen wir Christus unseren Respekt für das Leid, das er für uns auf sich genommen hat. Wenn wir für unsere persönliche Verehrung des Kreuzes jetzt nach vorne kommen, können wir dabei auch Blumen als Zeichen unserer Verbundenheit mit Jesus hier vor dem Kreuz auf dem zerrissenen Gewand niederlegen, so wie wir das auch kennen bei einer traditionellen Grablegung. Sie dürfen sich jetzt gleich an den liturgischen Dienst mit Pfarrer und Ministranten anschließen, um den Herrn am Kreuz zu verehren. Während der Kreuzverehrung der Stadtpfarrkirche sind Sie auch zu Hause eingeladen, in diesem Augenblick als Zeichen der Verbundenheit ein Kreuz in Ihrer Nähe zu berühren, um dabei auch Ihr Mitgefühl zum Ausdruck zu bringen.
Wir bleiben mit Jesus immer eng verbunden. Er bringt uns zusammen als Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Und jeder, der eine Schwester, einen Bruder hat, weiß, dass das nicht immer nur harmonisch ist, auch manchmal Herausforderung ist, aber eine Herausforderung, die sich lohnt. Und so wollen wir uns als Gemeinde, seine Gemeinde, herausfordern lassen und gemeinsam beten, wie er es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch den Tod und die Auferstehung deines Sohnes hast du uns das neue Leben geschenkt. Bewahre in uns, was deine Barmherzigkeit gewirkt hat, und gib uns die Kraft, dir treu zu dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Die Liturgie am Karfreitag hat irgendwie keinen richtigen Beginn und sie hat auch kein so wirklich richtiges Ende. Es ist eine Zeit des Übergangs bis hin zur Osternacht. Da erst wird der Gottesdienst, den wir am Gründonnerstag begonnen haben, seinen Höhepunkt feiern mit der Auferstehung Jesu Christi. Wir wollen diese etwas melancholische Stimmung aushalten und ertragen. Und wir wollen uns auf den Weg machen in unser Leben hinein mit dem Segensgebet unseres Herrn. Herr, unser Gott, reicher Segen komme herab auf dein Volk, das den Tod deines Sohnes gefeiert hat und die Auferstehung erwartet. Schenke ihm Verzeihung und Trost, Wachstum im Glauben und die ewige Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.